1962 trumpft mit dieser Sequenz ein britischer Agent vom MI6 zum ersten Mal in der Weltöffentlichkeit auf. Seit über 50 Jahren schreibt sein Name Filmgeschichte. Bond. James Bond. Ja, James Bond ist natürlich cool. Das war ja der absolute Frauenschwarm. Damit läutet Sean Connery die längste und erfolgreichste Actionfilm-Ära aller Zeiten ein. Und zur Premiere jagt er Dr. No. Dr. No. Schon die Ankündigung des Films löst ein wahres Massenphänomen aus. Die Presse ist begeistert, das Publikum spielt verrückt. Im ersten Jahr spielt der Streifen mehr als das 20-fache der Produktionskosten ein. Da rettet ein britischer Geheimagent die Welt. Vite à la porte. Er ist ein Spielertyp, für die 60er Jahre ein ganz neuer Typ Mann. Schluss mit biederer Zurückhaltung. Er weiß, wie man Frauen anpacken muss. Sie haben mich eingeladen, erinnern Sie sich? Ja, ja, kommen Sie rein. Ich will mir nur schnell etwas anziehen. Ah, ich hasse es, wenn man sich meinetwegen Umstände macht. Nur von der Sekretärin seines Chefs M. lässt er gekonnt die Finger. Moneypenny, wo brennt es denn? Bei mir. Ich brauche dringend eine kleine Aufmunterung. Warum gehen Sie nicht mal mit mir in solche Aufmachung aus, James? Mit mir gehen Sie nicht mal im Pullover aus. Die Arme. Jetzt soll dieser Bond doch bitte endlich zum ersten Mal die Welt retten. Aber vorher muss er natürlich noch zu seinem Chef M. vom MI6. Sagt Ihnen das Wort Toppling irgendwas? Ja. Die Störung der Kreiselsteuerungskontrolle von ferngelenkten Raketen. Durch Funkwellen oder sowas, hm? So ungefähr. Mysteriöse Energiewellen. Ja, wer geht da nicht auf die Jagd, ne? Genau, denn ein böser chinesischer Terrorist will seine Geheimwaffe einsetzen. Dr. No. Ich bin Präsident der Gofta. Gofta? Gofta. Geheimorganisation für Terror, Spionage, Erpressung und Rache. Die vier Eckpfeiler der Macht. Aber bevor James den zur Strecke bringen kann, muss er noch mal ran. Wie heißen Sie? Ryder. Und mit Vornamen? Honey Ryder. Oh, Honey can ride. Honey Ryder. Tja, 1962 tickten die Uhren eben noch anders. Ihr Auftritt war freizügig, ungewohnt sexy. Ja, man kann sagen, für diese Zeit fast pornös. Also für mich auch das Ur-Bond-Girl. Ursula Andress, ich meine, hammermäßig sieht sie aus. Nur die heute 78-jährige Ursula versteht immer noch nicht, warum diese Szene der Start in ihre gigantische Weltkarriere war. Der Erfolg von dieser Rolle ist ja unerklärbar. Ich hatte einen Lappen gehabt von einem Bikini. Denn wir haben selbst genäht mit einer Freundin in Jamaika. Das war ein Trend in Fashion. Jede Frau danach wollte diese Bikini. Nur gut, dass Dr. No James und die junge Honey trotzdem gefangen genommen hat. Sonst hätte James womöglich vergessen, die Welt zu retten. So aber kommt es zu einem heißen Showdown im Kernreaktor. Stopp, abschalten, ihr Idioten! Wollt ihr uns denn alle umbringen? Es wirkt fast witzig, aber diese Kulisse war damals das Nonplusultra und wirkte phänomenal futuristisch. Das war halt damals eine andere Zeit. Ne? Heute kann man darüber nur noch lachen. Ne? So hat man sich halt damals einen Kernreaktor von innen vorgestellt. James Bond wäre kein guter Held, wenn es kein Happy End gäbe. Alle Bösewichte sind tot und die Welt ist gerettet. Ach, wir haben keinen Sprit mehr. Was sollen wir denn jetzt machen? Tja, wir könnten zum Beispiel schwimmen oder... Oder was? Komm mal her. Und auch Bond kriegt sein persönliches Happy End. Und dafür sorgt er nun schon seit über 50 Jahren aufs Allerfeinste.